Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Abkiste zur nächsten Folge Stardew Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir 3 Äpfel gepflückt und sind dabei umgekehrt und haben nicht mehr recht mögen und dann sind wir eingenickt und ja. Da hat es eines andere gegeben und jetzt starten wir aber in eine neue Folge. Morgen wird es winden den ganzen Tag. Und heute sind die Geister mal wieder etwas genervt. Wer hat das gedacht? Das ist mal ganz etwas Neues. Weißer Thunfisch, ne? Dieser Fisch kann entweder früh am Morgen oder in der Nacht gefunden werden. Suche im Ozean. Im Herbst. Oder im Winterchen. Ja, jetzt nimmt es mich Wunder. Heute Marni noch Geburtstag. Auch schön. Gehen wir mal schnell zuerst anschauen. PS Gewischmannladen hat jetzt 7 Tage die Woche geöffnet. Cool. Rainy. Fand ich Gesicht nach unten im Schlamm während meines 3 Uhr morgens Spaziergangs. Du solltest versuchen, jetzt das nächste Mal etwas früher nach Hause zu schaffen. Ich bin die Heixi. Ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen in meinem eigenen Gewächshaus. Das darf ja wohl noch erlaubt sein, meine Liebe. Also bitte, nicht so vorwurfsvoll. Das da rein, das da und dann da 2 Sachen mitnehmen, respektive die 2 da mitnehmen und über und so und das da rein und das da rein und dort auch noch hüpfen Fische umeinander. Wieso hüpfen die Fische umeinander? Und dann ein Kaffee gönnen. Kaffee trinken, ja. Dann. Was soll ich jetzt zurück tun? Bin ich ein Idiot? Wahrscheinlich schon. So, dann. Oh yeah, es ist wieder so eine Blumenzeit. Sunflowers. Wie lange gehen die schon wieder? 8 Tage wäre genau der 26. Darum pflanze ich mir. Die geht wieder hin. Oh nein, genau 1-2. Ja, das ist ja cool, die pflanzen wir direkt. Das ist ja da oben aber. So, geht die Pflanze, das Zeug. So, noch Süßkartoffeln am Ano und genau noch die eine genug, um da einen Ego wieder anheuen. Ah, wie herrlich ist das? Dann haben wir hier alles wieder gepflanzt und wir haben sogar noch ein paar vorig. Das ist ja jetzt der volle Hammerstall. Da ist glaube ich nichts gewachsen. Respektiv, das ist ja erst gerade so. Ah, da hat es noch einen gegeben. So, da ist glaube ich so safe. Okay, cool. Und dann mit dir. Wahrscheinlich auch da, ja, genau. Moment noch mal. Bin ich verwirrt, ich weiß gar nicht recht. Wie drüber wie haben wir 10 Stück schon. Wow. Sommer. Müsste das noch. Dann sind sie im Sommer. Und die Melone haben wir da noch. Wieso auch immer. Die nehmen wir mit. So, dann, wenn wir eh gerade oben sind, können wir mal wieder da her. Und jetzt. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Fischens. Haben wir noch welche? Ja, der und der und. Die und der. Dann brauchen wir noch Dinge dazu. Die da. Und dann machen wir da Qualitätsdünger. 4. Langt das? Ich glaube fast nicht, dass das langt. Ich glaube fast, die müssen alle auch noch dran glauben. So einfach ist es. So. Zack. Zack. So. Dann. Das wieder da rein.
So, und jetzt gehen wir da Schaben fertig machen, bevor wir zu den Tieren runtergehen. Schaut mal, alles bewässert. So, da noch. Cool, dann haben wir sonst nachher alles. Dann stehen Früchte, die Pflanzen, wer hätte das gedacht? He? Wäre zwar schön gewesen, wenn wir alle gleichzeitig gehabt hätten. Ich frage mich jetzt zwar, ob das mit dem Qualitätsdünger wirklich sinnvoll ist, wenn man sie nachher eh zu Wein macht. Spielt sie eigentlich wie gar keinen Rubel? Oder bin ich falsch? Wahrscheinlich bin ich auch wieder falsch. Was man aber sicher noch weghaut da. Ist der da? Weil Mais haben wir glaube wirklich. Ich habe es nicht gedüngt. Das haben wir auch gesehen, oder? Nein, das will mich jetzt stören. Sorry. 400 in Sand gesetzt. Ich weiß. Aber das will mich so nerven. Weil ich wüsste sie ja. So. Dann gehen wir völlig beruhigt da oben. Ich habe mal noch ein neues Ding wollen. Ein neues. Was zum Geier ist das? Habe ich die da hergestellt? Wirklich ich die da hergestellt? Kann schon sein. Lass ich mal so stark. Guten Morgen, Schwiner. Guten Morgen, ihr alle. Ich sehe euch so gar nicht. So. Oh. Mayo. Dann. Deck und Deck. Und Deck. So. Raus und über. Nein, nicht das Ei essen. Ich bin ein Hirsch. Ein Harry-Hirsch. So. Die haben wir ja schon alle aufgefüllt, jawohl. Ich bin ja ein richtiger Held. Haben das bemerkt? Natürlich haben das bemerkt. Also bei so etwas würde entgehen. Die Tiere versammeln sich da mega. Jetzt hat gerade nochmal jemand dort einen Trüffel ausgraben, habe ich das richtig gehört. Wie superb ist denn das? So. Ich muss da schnell richtig ordnen, so. Die verkaufen. Die leider Gottes habe ich geschlafen. So. Dann. Tun wir da gerade Melonen einlegen. Granatapfel 1, Granatapfel 2, Granatapfel 3 und da noch so ein. So. Dann müssen wir jetzt unbedingt Hartholz abhämmern. Das ist schon mal eins, was klar ist, weil das brauchen wir noch. Chili Melunas. Zack. Dann müssen wir Hartholz abpfeffern. Ja, also die Iridiumbarren, die könnten noch ein Zeitchen gehen. Man kann sie auch nicht kaufen. Hey! Und ich habe mir auch noch einen, ich habe schon wieder vermasselt.
Easy. Eins am anderen. Wie zu Paris. So. Der Pferdli da drin. Und dann. Ah, oh, dann bin ich noch gestoned. Gestoned. Sozusagen. So. Bisschen Hartholz bekommen. Wow, one hit wonder. Meine ich das nur oder wird es da immer mehr Schleim? So, immerhin zählt nicht so stark Schleim in dem Sinne. So. Da unten wartet sich auch wieder ein paar, die ich jetzt nicht sehe. Die habe ich aber gesehen. Ich kann schon wieder sagen, ja, das Iridiumherz kann man vielleicht dann brauchen, um eine bessere Hacke zu bauen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das brauchen wir zuerst, um das Boot zu reparieren. Was habe ich da noch wollen? Jetzt hat er einfach 7 Tage offen, ist ja noch ein härter Kalb, ne? Ob ich da lieber wieder vorbeigehen, gehen vorbeigehen. Ist nicht da. Schade. Deppa deppa duppa pi. Haben wir etwas Cooles? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir heute gebissen haben. Wer war der beliebte Bar? Oh, ein Geburtstagsgeschenk, danke. Du hast Money bereits, ja. Du lebst schon eine ganze Weile. Wie läuft es mit dem Hof, ne? Sich um Tiere zu kümmern, ist einfach so. Das ist einfach Abstand das Allercoolste. Ja. Sind wir da schon ordentlich Friends? Wir haben schon recht Friends fang. Ui, Marnie ist voll. 3 feste Freundinnen haben wir. Wer mag ich noch am wenigsten? Das Sebastian, ja. Und der Zwerg. Stimmt, der Zwerg bringt mir eigentlich auch praktisch nie etwas. Oh! Eine Person der Schatten an der Oberfläche. Das ist ungeheuerlich. Deine Leute sind schuld am Tod meiner ganzen Familie. Wenn die Zwerge uns nicht aus ihrem Heimatdorn vertrieben hätten, wäre Gewalt nie nötig gewesen. Mir tut es leid, was mit deiner Familie passiert ist. Ein tut mir leid, reicht dir nicht. Au, au, voll Schlägerei. Fight Club on the ground. Da kommen wir mit diesem Helm. Lass mich los, ist das Letzte. Versuch's doch, Winzling. Oh, Zauber kommt gar schlecht. Ruhe, alle meine! Er verbrannt einfach mal Bett. Die Elementarkriege sind schon lange vorbei. Ihr habt keinen Grund mehr zu kämpfen. Ihr beide müsst Frieden schließen, dem Mensch zu lieben. Sicherlich seht ihr das auch so. Nun gut, ich werde von jetzt an der Kanalisation fernbleiben. Und was unsere Vergangenheit betrifft, es tut mir wirklich leid. Es ist nichts Persönliches. Sehr gut, ich werde ein Siegel des Versprechens zaubern, um dieses Abkommen zu vollenden. Himmelheiland. Ich werde da wohl nicht mehr gebraucht. Hm? Oh doch, ich werde gebraucht. Bitte erzähle niemandem von mir. Menschen neigen dazu, ihn unbekannte Dinge zu zerstören. Zepter der Rückkehr fiel ihm aus der Tasche und der Rainy hat's geklaut. Nöte. Ich habe leider keine Schattenmayo mitgenommen.
Schätze ich ihm die noch ein. Ah, oh, ich weiß, was ich habe will. Und wo ist unser Pferd? Haben wir das nicht irgendwo? Wir sind doch mit dem Pferd gekommen. Willst du mich verarschen? Ich kann doch noch welche die Dingo aufhauen. Ah, Manometer. Unser Pferd ist einfach fort. Was haben wir da noch? Da ist auch niemand daheim. Der Jojo-Mart ist einfach vollends hinüber. Es nimmt mich Wunder. Eigentlich muss ich mal noch eins starten, wo ich voll Jojo-Mart-Fan bin. Da ist etwas los am Abend. Der Luis ist da. In der Kneipe ist es manchmal ziemlich viel los. Ich mag jetzt mindestens einmal in der Woche. Ja, das kann man ja schon alles. Das ist ziemlich nett von dir, danke. Ja, ist kein Problem. Können wir denn da jetzt irgendwie so den Kühlschrank oder so? Einfach nichts eigentlich. Ich weiß gar nicht, von was dass wir das jetzt gemacht haben, so wirklich. Ja, nun. Irgendeinen Sinn wird es schon haben. Da ist auch eine Statue, die wir platziert haben. Einfach so. Da oben sind wir schon lange nicht mehr gewesen. Wollen wir schnell ein bisschen fischen. Das gilt, oder? Jetzt haben wir ja eigentlich keinen Fisch mehr in unserer Box. Jetzt müssen wir schon wieder ein paar Fische herhaken. So Karpfen, ja genau, so die. Die nichts währenden Karpfen. So. Bei den Fischen habe ich echt so irgendwie keinen Überblick, was könnte teuer sein und was nicht. Wahrscheinlich habe ich ja wohl. So brutal teure Fische zu so irgendwie Dünger verarbeitet. Einfach so, weil man es kann. Oh. Zwei Kaulbarsch gefangen. Was hat doch der Zwerg noch gern so? Hat doch der noch gern Pilz? Da könnte man nachher noch einen Pilz vorbeibringen. Das ist sicher auch wieder ein Karpfen, nicht? Ich hätte glaub, gar nie müssen drücken müssen. Nein, ein Kaulbarsch. Die sind einfach gar nicht. Darum gehen wir mal wieder so ein monströs geiler Fisch. Es ist 20 ab 8. Jetzt kommen doch die super Fischis. So also die Nachtfisch. Nicht. Irgendwie wird es nicht. Aber immerhin, das Gewächshaus ist parat und ich habe mich jetzt sogar erinnert, wenn ich Gewächshaus auch nichts nenne. Der letzte Köder ist verbraucht. Nämlich Gewächshaus nenne ich es auch nicht. Boah, die Iridiumbarren, die werden... Die werden noch zäh werden, glaube ich. Wenn wir ein Glück haben. Und wir haben ja jetzt noch den Plus 1 Glück. Wir müssen uns einfach mal echt vorbereiten und dann... dann einfach mal einen Tag gehen, wenn wir nicht so Schwein haben. Dann können wir vielleicht mit so einem Glücksfood oder so, können wir vielleicht noch reinbeigen. Oh ja, die Aal hätte ich vielleicht nicht sollen zu Dünger verarbeiten. Die sind ja eigentlich noch gut gewesen. Dann könnte man sicher da den Aal-Ding kochen. Würzstrahl oder wie das heisst. Sollen wir mal schauen, was uns so Glücks-Ding bringt.
Holzstock, glaube ich. Das ist Karpe. Das siehst du. Also, schau jetzt mal. Also, was ist das? Ja. Ein Gekerb. So, wirklich spannende Fische fängt man da nicht so aus dem Berg irgendwie. Ja. Ich denke, so am Abend gibt es vielleicht noch ein paar. Coole Sache, aber irgendwie. Sehe ich es gerade nicht so. Nur Kaulbarsch, Karpfen und Zwergwels. Ich meine, wenn es schon Zwerg im Namen hat, dann wäre es nicht besonders gross sein. Karpfen. Wetten wir? Ah, Mist. Ich habe natürlich Kaulbarsch gesagt, das ist klar, das habe ich schon gehört. Oha! Was ist das? Ein Mitternachtskarpfen. Oh, die haben wir doch einmal gebraucht. Nein. Mitternachtskarpfen, die haben wir mal gebraucht, genau. Fängt man irgendwie ab dem 10 oder so. Glaube ich. Also 10 bis 12 irgendwie. Vielleicht können wir auch noch so einen in den Fischteich eingehen. Ihr merkt, ich bin ein Fan vom Fischteich. Einfach zwei Amethyste haben wir noch gefunden. Noch schnell eine ab. Noch schnell ein Schatzkistli abgeholt. Karpfen oder Kaulbarsch. Natürlich ist das mal ein Karpfen. 23:00. Ich hätte jetzt gerne noch mal so einen Mitternachtskarpfen von euch. Carpe diem. Ja, komm jetzt. Also, wieso einzeln? So, komm jetzt schon. Oh, 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 oh. Jawohl. Jawohl. Ja. Ja, ja, gesehen ich. Mitternachtskarpfe. Und nochmal einer schnell. Mitternachtskarpfe. Na, zu wenig. Nautilus Fossil. Ich glaube, ich nehme es für die zwei Arzt da. Die zwei Steine da, die kannst du tatsächlich auch ganz abgeholt. Ich hätte jetzt gerne nochmal Mitternachtskörper. Warum? Angesagt. Gemacht. Mitternachtskörper. Jawohl. Um einer liegt schon noch drin. Gimmi, 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 Mitternachtskarpfen. Okay, dann noch nicht. Gut, jetzt gehen wir aber langsam zurück, weil unsere Energie geht auch zu neigen. Und ich hätte gerne morgen wieder ein bisschen Energie. Ja. Oh, wenn wir gerade da sind. Nein, können wir nicht mitnehmen, sorry. Sieht es am Nautilus Fossil aus? Ja, haben wir da schon gehabt. Brrrr.
So, Kufe. Dann da rein die Fische rein. Pfifferling haben wir denn nicht da? Haben wir denn nicht da irgendwo in einer Kiste? Oder so. Nautilus-Fossil. Nehmen wir mal noch da rein. Der guckt aus. Altertümliche Trommel haben wir einfach zwei. Hartholz. Oh, das haben wir jetzt natürlich da vorne. Ah, wir brauchen noch. Aber es ist insofern nicht weiter tragisch. Ah! Mitternachtskarpfen essen? Nein. Den essen wir nicht. Aber den tun wir dann morgen. Tun wir dann unsere Fischkiste rein. Pfifferling 160, okay. Roter Pilz 75, immerhin. Die Wolle. Die Wolle ist auch nicht so schlecht eigentlich. Da oben noch schnell schauen. Die Standard-Mayonnaise. Ente-Mayonnaise. Trüffelöl. Ich fände es gut, wenn das noch ein Preis nah. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Wenn das noch ein Preis nah irgendwie geordnet wäre. Das würde helfen. Aber ja, wir haben den Fight Club erlebt. Den Underground Fight Club. Das ist ja der Hammer. Und wir haben schon wieder 380'000 Gold. Ja gut, das wäre es aber gewesen von dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei wäre. Bis dahin, bleibt sauber. Macht keinen Scheiß. Und